So, da wären wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich ganz viele Anregungen bekommen, die ich auch gleich mal in die Tat umsetzen will. Also, zum einen haben wir da, ich sollte doch meine Peregrinfalken trainieren. Weil die können ähnlich wie Katzen das Ungeziefer einfangen, was ja schon recht praktisch ist. Also gehe ich mal mit U auf unsere Einheitenliste, dann auf Pet Livestock. Ne, hier war das nicht, das war unter Z. Und dann Animals. So, wo haben wir unseren Peregrin? Katze, Bussard, vielleicht geht's mit dem auch? Nee, da ist kein Befehl unten. Ah, was haben wir noch? Peregrin Falken, nicht zahm. Okay. Wie kriegen wir dich jetzt zahm? Knuddelmu? Kannst du da irgendwas machen? Und eine Ratte. Ja, die wollen wir nicht unbedingt sehen. Davon hatten wir auch nur einen, richtig? Also einen, der in den Käfig gefallen ist. Ein Buzzard. Heißen die nicht eigentlich Buzzard? Aber gut. Das darf auch er machen. Aber es gibt keinen Befehl à la War Training oder Hunting Training. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber gucken wir mal, ob da irgendwas passiert mit der Zeit. Sonst müsste nochmal nachgehakt werden, wie ich das denn genau machen soll. Ein anderer Punkt ist, dass wir die Haare ja gar nicht alle wegschmeißen müssen. Das wusste ich auch noch nicht. Also machen wir mal Haare und Wolle hier wieder an mit P. Und oben hier wieder aus, damit die nicht verrotten. So. Denn man kann aus Haaren Stoff machen. Also Garn. Das war mir auch neu. Da müssen wir noch einen Workshop für bauen. Den können wir halt, wenn irgendein Zwerg stirbt, aus den Haaren dann Garn machen und aus dem Garn Stoff und dann damit irgendwelche komischen Artefakte oder Kleidungsstücke herstellen, was bestimmt recht ulkig wäre. Ja. Dann der nächste Punkt war unter Set Orders mit O, kann man den Zwergen sagen, dass sie im Untergrund die Spinnweben nicht abbauen sollen. Da hatten wir vor kurzem ja recht viele Fehlermeldungen bekommen. Außerdem will ich nicht unbedingt, dass die einfach so in den Untergrund laufen und da eventuell aufgefressen werden. Also drücken wir mal, wo ist das? Bodies, Holz, Harvest, Farmer Harvest, nee, harvesten alle. Hier sollte man das eigentlich irgendwo einstellen können. Ah, Workshop Orders wahrscheinlich. Und dann haben wir hier Weg No Auto Collect Webs. Das ist doch gut. Der Rest kann so bleiben. Nein, L wollen wir nicht. L ist Auto Loom Thread. Also dass automatisch aus allen Garn und allen Fäden Stoff gewebt wird. Das will ich nicht unbedingt, denn ich will immer wenigstens ein Garn übrig haben, falls mal irgendeine ganz komische Mut kommt. Also diese Besessenheit. Da weiß man ja nie, was die wollen. So. Automatisch schlachten, automatisch butchern, automatisch kitchen. Also das heißt, wenn ein Tier geschlachtet wird, dass das Fett dann gleich zu... dass das Tallow dann gleich zu Fett verarbeitet wird. Das kann auch alles anbleiben. Gut. Hier in dem Menü, wo wir mit O übrigens hingekommen sind, kann man noch andere Sachen einstellen, die recht praktisch sind. Zum Beispiel bei Refuse kann man sagen, dass die Zwerge auch den Müll von draußen einsammeln. Zum Beispiel Goblin-Leichen, die man dann verarbeiten kann oder andere Sachen. Aber ich lasse es erstmal jetzt so, dass sie das draußen ignorieren. Denn ich bin lieber auf der sicheren Seite. So, haben wir hier noch irgendetwas, wo ich gerade hier bin? Gather Bodies ist okay. Und wir haben noch Shift F Forbid. Da steht jetzt, wenn ich jetzt C zum Beispiel drücken würde, dann würden... wir unsere Toten nicht claimen automatisch. Das heißt, wenn ein Zwerg außerhalb der Festung stirbt, dann läuft nicht sofort jemand los und versucht ihn zu bekommen. Das ist zum Beispiel während einer Belagerung recht wichtig. Heutzutage nicht mehr ganz so wichtig, denn während einer Belagerung schicke ich eh alle in den Bunker. Aber früher gab es keine Burrows. Und da musste man halt wirklich durch Micromanagement jeden Gegenstand verbieten, damit ja kein Zwerg rausläuft, weil man hatte halt keine Kontrolle über die. Außer man schickt jeden Zwerg ins Militär. Aber das ist heutzutage ja Gott sei Dank alles besser. So, was man hier auch noch einstellen kann, ist, dass die Items von den Gegnern verboten werden oder nicht. Wir haben jetzt ja zum Beispiel hier oben irgendwo unsere ganzen Goblin-Leichen. Da ist das Blutbad. Nicht L, K. Da, ein Silber, zwei Handschwert, ein Kupferschild, ein Kupfercap, eine Kupferbrustplatte. Lauter Sachen, die wir einschmelzen können.
Hier noch ein Kupferschild und ein Skimitar. Die sind aber alle verboten. Das sieht man an dieser geriffelten Klammer da. Das heißt, wir müssen jetzt erst F drücken, damit die Zwerge das einsammeln. Man kann es auch einstellen, dass sie automatisch eingesammelt werden, aber dann hat man halt immer die Gefahr, dass die Zwerge unterwegs umgebracht werden. So, ich kann auch einfach D, B, C drücken und das ganze Gebiet hier einfach markieren. So, dann werden die auch automatisch alle abgeholt. Was ich jetzt aber noch einstellen möchte, bevor jetzt die Zwerge loslaufen, ich gehe mal ganz kurz offscreen in den Dwarf Therapist und sage jetzt allen Leuten außer den Haulern, dass sie nicht mehr haulern dürfen. Dadurch werden wir zwar jetzt recht viele Leute arbeitslos haben, also die ganzen Masons zum Beispiel, okay, die sind ein schlechtes Beispiel, weil die haben eigentlich immer was zu tun, aber jetzt die Edelsteinschleifer, die Stoffverarbeiter, der Lederer und so weiter. Wenn wir da nicht gerade irgendeine Produktion am Laufen haben, werden die keinen Finger krumm tun. Das heißt, die werden einfach nur oben abhängen und irgendwelche Partys schmeißen und nur unsere Hauler laufen halt. Damit will ich nämlich verhindern, dass irgendein wichtiger Zwerg auf die Idee kommt, ach, laufe ich doch mal raus während einer Belagerung und sammle irgendwas auf. Das muss nicht unbedingt sein. So, also das Gröbste habe ich jetzt schon mal. Den Rest mache ich in der nächsten Pause, denn wir haben ja schon inzwischen doch recht viele Zwerge. Aber das soll jetzt erstmal reichen. Das heißt, die wichtigen Zwerge machen jetzt keine Hauler-Jobs mehr. Also wichtig sind halt alle, die den Skill besonders hoch haben. So, ich habe auch noch... Ah ja, genau. Ich hatte off-camera noch hier den Raum gelegt und hier ein paar Bodenplatten. Die müssen auch noch alle gesetzt werden. Ich hatte versucht, die dann auch noch zu smoothen. Also wenn es Stein wäre, könnte man normalerweise den Smooth-Befehl machen. Also DS, Smooth Stone. Also den Stein weich schleifen, damit er nicht so rau ist. Dadurch gewinnt der Raum an Wert. Und wenn ein Raum mehr Wert hat, sind die Zwerge glücklicher, denen das gehört. Kann ich hier aber leider nicht mehr machen. Denn die Wände hier sind aus Lehm und der Boden ist nur noch Steinblöcken. Die sind schon wertvoll genug. Aber hier unten könnten wir das dafür machen. Allerdings sind hier auch wieder rote Sachen mit dabei und die mag ich nicht. Das heißt, die werde ich irgendwann ausbauen und durch Blöcke wieder ersetzen. Also ja, wir brauchen sehr, 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 sehr viele Blöcke. Deswegen lassen wir die Zwerge jetzt einfach mal weiterarbeiten. Und da gehen die Zwerge jetzt mit tierisch vielen Kisten hoch zu den Goblins und sammeln da jetzt alle Einzelteile ein. Also wahrscheinlich erstmal die ganzen Klamotten, aber dann auch die Körper selber. Denke ich jetzt einfach mal. Wäre ganz schick, weil dann könnten die oben auf den Komposthaufen geschmissen werden. Verrotten da und sobald die Knochen entstehen, ist der Stockpile ja nicht mehr für die Knochen zuständig, also werden die Knochen runtergebracht zu unserem anderen Stockpile, wo dann die Knochen und Schädel weiterverarbeitet werden können. So, was haben wir noch? Wir haben unser ganzes Essen. Da wollte ich nochmal die Kitchen durchgehen, ob ich aus Versehen irgendwas falsch eingestellt habe. Nee, habe ich nicht. Haben denn unsere Köche durchgehend was zu tun? Nein, haben sie auch nicht. Dann produziert doch mal ein Level-Schmiel. Und der andere Koch auch ein Level-Schmiel. Und unsere Brauer sollten auch mal reinhauen. Da haben wir inzwischen auch zwei. Das heißt, die sollen durchgehend arbeiten. So, dann haben wir noch unsere Goblins. Die müssen wir auch noch Nackidei machen. Dafür müssen wir sie erstmal setzen. Also BJ. Hier. Und dann X und den Goblin Cage. Dahin. Nochmal J. Alles schön nebeneinander. So, den nächsten. Immer schön mit X anzeigen lassen, welche Käfige es alle gibt. Und dann suchen wir halt die raus, wo die Goblins drin sind. 3. Und es sind 1, 2, 3. Da unten ist noch ein vierter. Also irgendwo versteckt sich noch ein Goblin-Käfig. X. Nee, nicht Betten. Ich will da kein Bett hinbauen. So. Ein Peregrin-Falke. Nein. Oh, zwei Goblin. Nee, ein Goblin, ein Esel. So. Die werden da jetzt hingebracht. Dann machen wir das wieder mit dem Claim und Dumpen. Dann werden die Nackidei gemacht und dann müssten wir uns langsam was einfallen lassen, wie wir die loswerden wollen, die Goblins. Also die effektivste Methode wäre eigentlich, sie haben ja keine Rüstung mehr an. Also wir rüsten unsere Miliz mit Holzwaffen aus und mit Metallpanzern
und schicken dann die Miliz mit den Holzwaffen auf die Goblins los. Die Holzwaffen haben den Sinn, dass die Goblins dadurch nicht sofort sterben und unsere Miliz mehr Übung hat. Aber das Ganze erinnert mich irgendwie so an einen Schlägertrupp aus der Polizei. Das muss ja nicht unbedingt sein. Aber ja, das wäre die effektivste Möglichkeit. So sterben die Goblins, wir kommen an deren Knochen und Schädel ran und unsere Miliz hat noch ein bisschen Training. Wäre also zu überlegen. Normalerweise baue ich einfach einen ganz, ganz tiefen Schacht und schmeiße da alles runter. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber das müssen wir dann später mal gucken. So, wir haben dann noch einen Esel und eine Ratte. Ist ja ganz süß, das Symbol für die Ratte. Ich meine, wenn man bedenkt, dass das Ganze nur 16x16 Pixel ist, ein so ein Teil, und dass man trotzdem so gut erkennen kann, was es ist, das haben sie schon echt cool gemacht. Aber ja, der Esel muss in den Pasture, sonst verhungert er gleich. Also da, Shift N. Was ist denn nicht zugeordnet? Eine Henne. Okay. Hunde nicht. Goblins nicht, Hunde nicht. Stray Donkey, da ist er doch. Und scheinbar klappt es wirklich, dass die Tiere durch den Stockpile hindurch ihr Gras essen können. Das ist doch auch schön. Oh, und wir haben inzwischen zwei Hühner. Okay. Und zwei Gänse und noch ein Hahn. Und ja, das wird langsam. Wir haben ja auch schon in unserem Food Stockpile jede Menge Eier. Das ist ganz schick. Müssen ja nicht zugeordnet werden. Nö, müssen sie nicht. Unclaimed, 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 unclaimed. Wird aber nicht wirklich häufig benutzt. Also im Wiki habe ich gelesen, dass sie einmal pro Jahreszeit oder pro Jahr sogar nur Eier legen. Dafür dann aber wohl recht viele. Na gut. Wirklich Essensprobleme haben wir ja nicht unbedingt. Also trinken haben wir 1200. Und ein Zwerg trinkt pro Jahreszeit 4 Mal Alkohol. Wir haben 70 Zwerge, also wären das 280 Getränke pro Jahr, pro Jahreszeit. Also 1320 für ein ganzes Jahr. Oder habe ich mich gerade verrechnet? Also 70 mal 4 sind 280 pro Jahreszeit. 280 mal 4 sind 800 plus 960. Das heißt, wir haben über ein Jahr schon im Voraus zu trinken. Das ist ganz schick. Genauso viel hätte ich auch noch mal gerne bei Essen. Obwohl Essen Zwerge nur 2 Mahlzeiten pro Jahreszeit. Das heißt, wir bräuchten eigentlich immer doppelt so viel trinken, wie wir Essen haben. Also hier andere. Was ja eigentlich schon der Fall wäre. Also ja, Essen trinken haben wir absolut keine Probleme. Was ich auch noch gesagt bekommen habe, wäre, dass ich doch mal einen Trainingsplan aufstellen könnte für meine Miliz. Also es gibt die Möglichkeit, dass man die Zwerge durchgehend aktiv lässt, aber sie gehen dann einem bestimmten Plan nach. Also 2 Monate trainieren, 2 Monate Pause, 2 Monate Patrouille, 2 Monate Pause, 2 Monate trainieren und so weiter. Damit kenne ich mich aber noch nicht so wirklich aus. Das heißt, wir machen einfach mal einen Blindflug, gehen hier hin und gucken jetzt mal auf Alerts. Smooth Dice. Und hier konnte man jetzt irgendwo deren Schedule einstellen. Gut, jetzt haben wir hier die Monate. So heißen die Monate übrigens in der Zwergenwelt. Also Granit ist Januar, Slate ist Februar und so weiter. Das heißt, sie sagen jetzt trainieren, trainieren. Dann ändern wir das hier mal in etwas anderes, denn ich will nicht, dass sie durchgehend trainieren. Das heißt, wir drücken E. Und können jetzt mit O anscheinend ändern, was sie machen sollen. Defend Borrow, Patrouillenroute, Station. Ich hätte gerne, dass sie Freizeit haben. Wie kann ich das denn einstellen? Station, Train, Defend Borrow. Nee, so geht das nicht. Cancel, No Scheduled Order. Jetzt O, Give Order. Nee, geht hier auch nicht. Also ich nehme denn einfach mal an, wenn da No Scheduled Order steht, haben die einfach frei. Das heißt, die lassen jetzt frei, nochmal frei, 2 Monate wieder trainieren, frei, frei, 2 Monate trainieren, frei, frei. Das müsste in der Endlosschlaufe auch ganz gut passen. Ich denke mal, das ist eigentlich schon zu viel Freizeit. Aber ich habe momentan lieber ein bisschen zu viel Freizeit, anstatt grumpige Zwerge.
Das müssen wir dann gucken, wie es mit der Zeit läuft. So, was steht hier jetzt? Sie können in einem Raum schlafen ihrer Wahl und inaktiv. Was soll jetzt inaktiv heißen? Ach so, wenn sie inaktiv sind, haben sie keine Uniform an. Kann man das ändern? Jetzt haben sie eine Uniform an? Okay, also ich glaube, jetzt sind sie angezogen, wenn sie inaktiv sind. Okay. Ich drücke jetzt einfach mal Escape. Das müsste das Ganze ja beenden und abspeichern. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das jetzt so geklappt hat. Drücke ich mal Smooth Dice. Die sind aktiv. Wir haben welchen Monat? Wir haben 28. Limestone. Gehen wir nochmal auf die, gehen nochmal auf Schedule. Limestone ist hier. Ah, steht sogar passenderweise direkt daneben. Das heißt, wenn ich sie jetzt aktiv machen würde, dürften sie keine Befehle haben. Das teste ich doch mal aus. Ich drücke einfach S, Shift A und drücke T. Aktiv Training. Und es kam kein Text, dass sie jetzt im Militär sind. Drücke ich nochmal ganz kurz U und gucke das durch. Unsere Grunts sind Individual Combat Drill. Das sieht mir irgendwie aktiv aus. Drücke ich nochmal Shift A und T, inaktiv. Machen die auch nichts. Ah, wahrscheinlich sind die noch mitten im Training und deswegen ändert sich da nichts. Na gut, also ich mache sie jetzt wieder auf aktiv Training. Und muss das dann einfach im Hinterkopf behalten, dass sie eigentlich jetzt zwar im Trainingsmodus sind, also im aktiven Modus, aber sie theoretisch nichts machen dürften und entspannen. Mal gucken. Da oben wird der Weg fleißig weitergebaut mit den Blöcken und auch hier die Eingänge zu den Räumen habe ich alle schon mal mit Steinblöcken auf dem Boden ausgelegt. Vor allem auch der Gang hier, der war recht wichtig. Den habe ich zuallererst auch gemacht. Denn es kann ja jetzt überall so ein Pilz wachsen oder auch andere Büsche aus dem Untergrund, weil die Sporen halt freigesetzt wurden. Und wenn dann in so einem Gang plötzlich ein Baum hochwächst, blockiert er den ganzen Gang. Und man kommt nicht mehr in die Schalter ran. Das wäre schon recht ärgerlich. Da muss man ziemlich drauf achten. Auch hier zum Beispiel der Pilz, okay, der könnte umgangen werden. Aber allgemein kann es zu recht nervigen Stellen kommen. Zum Beispiel da der Pilz. Wenn die zwei Leute da drin schlafen und in dem Moment der Pilz groß wird, kommen die beiden Zwerge nicht mehr aus ihren Räumen raus. Könnten also verdursten, wenn mir das nicht auffällt. Das heißt, hier sollte ich nachher auch mal off-camera, wenn ich wieder genug Granitblöcke habe, den ganzen Weg hier auslegen mit den Blöcken. Apropos Granit. Gucke ich mal ganz kurz, wie weit die da jetzt unten in unserer Mine schon sind. Ach, die haben noch nicht mal angefangen. Ja, ich habe auch zu lange Pause gedrückt diesmal. Ich sollte die echt eigentlich mal off-camera so ein paar Stunden lang arbeiten lassen, aber das will ich euch ja nicht vorenthalten, was da alles passiert. Dann müssen wir uns einfach ein bisschen in Geduld üben. Und hier oben sind sie aber schön fleißig, das ist doch okay. Wer seid ihr denn? Howler und Hex. Und Howler und Howler. Na gut. Tobt sich Hex halt auch ein bisschen aus. Normalerweise geht er ja trainieren. Auch in seiner Freizeit. Jetzt geht er halt Steine kloppen in seiner Freizeit. Ist ja auch okay. Trainiert schön Stärke und Ausdauer und was weiß ich. Aber machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.